Kollegen. Ich will nochmal aufgreifen, was Frau Bock gerade noch nicht ganz zu Ende gebracht hat, weil wir nicht wussten, wie die Zeit hier ist. Wir haben es hier tatsächlich mit dem Gefängnis, mit der Möglichkeit zu tun, im Grunde ein Modellprojekt zu entwickeln. Diese Möglichkeit wird nicht genutzt und ich finde es schon bezeichnend, dass die CDU mit der AfD wetteifert um die vehementesten Verfechter der letzten Parkplätze und Tiefgaragen in dieser Stadt, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie wir unsere Stadt resilient machen. Ich meine, die Unwettergeschichte ist nicht lange her. Wir lesen heute in der HNA, dass das Klimaschutzkonzept überhaupt nicht erkennbar vorangetrieben wird, dass es keine Fortschritte gibt. Im Gegenteil, ein maßgeblicher Faktor dafür ist der Verkehr. Und dann zu sagen, wir brauchen noch mehr Verkehr, noch mehr Autos durch die Stadt fließen. Ich verstehe überhaupt nicht, auf welchem Planet Sie leben wollen in Zukunft. Der zweite Punkt ist, den ich aber nochmal wirklich Ihnen zu denken geben möchte. Ich habe in Gesprächen über diesen Bebauungsplan erfahren, dass die GWG inzwischen ihre 200 Millionen Euro Planungskosten abgeschrieben hat. Das heißt, die Planungen, die dort bisher getätigt worden sind, werden als im Grunde obsolet betrachtet, wenn ich das richtig verstehe. Da muss neu geplant werden. Und Sie wollen heute alles beschließen und möchten nicht die Möglichkeit nutzen, wirklich eine resiliente Planung zu machen. Das betrifft uns auch die bestehenden Bäume, Sträucher, Grünwerte, die auf diesem Gelände vorhanden sind. Es gibt bisher keine Bilanzierung, wie das ausgeglichen werden soll. Und ich kann wirklich nicht begreifen, dass Sie so wenig die Chancen nutzen, die wirklich bestehen würden und so viel festhalten an dem, was einfach nicht mehr zugänglich ist. Thank you.